Ho, 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 Leute. Es ist soweit. Wir haben es den 24. Dezember 2019. Es ist endlich Weihnachten. Ist das nicht was Tolles? Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und vor allem einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, heute am 24.12. So Weihnachten tut man ja doch eigentlich immer so ein Special-Video rausbringen. Ich habe lange überlegt, was könnte ich machen. Und dann habe ich ein sehr witziges Video auf Nintendos YouTube-Channel gefunden. Nämlich Weihnachtsdekoration im Nintendo-Stil selber basteln. Und sagte mir, was die können, das kann es auch. Aber bevor wir sagen, wir schauen uns erstmal rein, was Nintendo hier eigentlich bastelt. Also hier sehen wir schon, hier war gerade hier ein bisschen so mit diesen Ohrstöpseln. Ich glaube, das bekommen wir auch hin. Und damit zusammen kommen zu Davids Bastelstunde. Ja, und Ohrstöpsel, ich glaube, so heißen die gar nicht, Wattestäbchen heißen die Dinger. Ihr braucht ein paar, wir basteln Stern aus Wattestäbchen. Dazu braucht ihr ein paar Wattestäbchen. Eine Schnur und eine Schere. Wenn ihr die Sachen habt, tut ihr von der Schnur ein ganz, ganz kleines bisschen Schnur abschneiden. Schnibbel, schnibbel, schnapp. Dann habt ihr ein bisschen Schnur. Dann nehmt ihr ein paar von den, dann nehmt ihr ein paar von den Weihnachts-, von den Wattestäbchen. Und, ja, ich habe eine viel zu lange Schnur gemacht, merke ich gerade. Um die zu stabilisieren, braucht ihr wirklich nur ein ganz, ganz kleines bisschen Schnur. Ungefähr so viel Schnur, das ist schon perfekt. Also das ist schon hier oberste Sahne, meine lieben Damen und Herren. So, jetzt sind wir die gerade runtergefallen. Wenn ihr jetzt die drei Dinge habt, dann haltet ihr die so aneinander. Nehmt ein bisschen Schnur, legt das am besten erstmal hin. Dann bindet die Schnur am besten schon mal hier so einem Knoten zusammen, damit das hier ungefähr so aussieht, also ein kleiner Knoten. Und da, das Ganze werden wir mit so machen mit dem Mikro, da steckt ihr die erstmal alle normal rein. Wir können die nachher noch gescheit hinbiegen zu einer richtigen Form, stecken die aber erstmal hier rein und ziehen das Ganze dann hier zu. Danach machen wir hier ein bisschen so, verbiegen die alle, damit es einigermaßen aussieht wie ein richtig schöner Stern. Den Erstklässler hätten besser basteln können. Und et voilà. So sehr war es nicht. Oder wenn es halten würde. Et voilà, wir haben unseren ersten Weihnachtsstern. Wobei das eher aussieht wie so ein verkorkstes Kreuz. However, so sieht das Ganze aus. Das ist... Ihr seht schon, bastelt mit Gamercodes, macht Spaß. Sagen wir einfach mal, was Nintendo noch so gemacht hat. Okay, bisschen Alufolie, dies, das. Okay. Alufolie habe ich da keine, aber ich dachte mir, wir probieren es nochmal mit einem Stern. Allerdings werden wir diesmal ein bisschen hier die Wattestäbchen auf die Seite schieben, denn die braucht keine Sau mehr, die sind scheiße geworden. Denn jetzt brauchen wir Holzstäbchen, die man ganz normal für Kaffee bekommt. Nochmal unsere Schere und nochmal unser Faden. Hier waren es mir erst die Wörter. Jetzt tun wir wieder ein kleines bisschen Faden abschneiden, beziehungsweise hier haben wir noch was vom letzten Mal, was wir abgeschnitten haben. Davon nehmen wir ein kleines bisschen, machen Schnippi, Snappli, Snapp. Und nun dasselbe Spiel. Wir tun hier, nehmen wieder den Faden, machen hier wieder ein kleines Loch neu und tun auch hier wieder unsere schönen Stäbenei stecken. Das Ganze sollte ungefähr genau so aussehen und dann tun wir auch die hier wieder ein bisschen verformen, sodass wir ungefähr auf einen Stern kommen. Geht bei den Dingern deutlich angenehmer wie bei den Wattestäbchen und vor allem hier hält der ganze Scheiß auch einigermaßen. Und et voilà! Wenn wir das noch ein bisschen jetzt wieder gerade schieben,
haben wir schon fast einen ganzen Stern. Ja, ich muss das Ganze noch ein bisschen gerade. Ich glaube, ihr seht das leider nie, weil ich das irgendwie nicht gerade an der Cam mache. Und hier haben wir den. Vergleicht man den mit dem hier, man sieht ungefähr genauso scheiße. Was machen wir jetzt? Es ist Weihnachten und wir wollen kreativ werden, aber haben noch keine Geschenkidee. Nintendo, hast du irgendwas, mit dem du uns bieten kannst? Irgendwas? Was ist das? Ui, Weihnachtsschnur und Nintendo-Aufkleber? Auf Karten kleben? Gute Idee an sich? Oder in so einer Weihnachtskugel die Nintendo-Sachen kleben? Das ist eine gute Idee und die an den Weihnachtsbaum hängen. Na, sieh mal eine an. Na, das bekommen wir auch hin, denke ich mal. Ihr braucht nur auf die Nintendo-Seite zu gehen. Da gibt es die Symbole zum Herunterladen. Geht ihr einfach hier auf Bild in einem neuen Tab öffnen. Dann habt ihr das Bild da und dann geht ihr auf Speichern. Oder geht einfach alternativ hier rauf direkt auf Drücken in unserem Browser. Und dann drückt erst den ganzen Fund schon aus. Et voilà. Link tue es euch in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr nämlich mit ein bisschen rumgebastelt richtig schöne Weihnachtskugel bauen. Um euch mir das halt zu ersparen, habe ich es jetzt letztenweise gebaut und ich zeige es euch jetzt. Ja, wie gesagt, um euch mir die Wartezeit zu ersparen, habe ich es letztenweise gebaut. Und zwar einmal diese schöne Weihnachtskugel hier. Mit Symbolen. Ich habe zum Teil einfach welche aus dem Internet genommen. Einmal hier mit der ganzen Mario-Sippe. Und auf der Rückseite mit Mario und die ECD-Geschenk genantragen. Dann dies weiter mit einem Mario auf der Vorderseite. Und einem Bowser auf der Rückseite. Und ich habe sogar noch eine dritte gebastelt. Mit einem Geschenk in der Hand haltenden Mario auf der Vorderseite. Und einem Toad auf der Rückseite. Die könnt ihr jetzt eben nehmen und richtig schön an den Weihnachtsbaum hängen. Und dann sehen die Kugeln dann im SS toll aus. Die Dinger kann man bei DM oder sonst überall kaufen. Das sind einfach so Vorlagen, wo man auch natürlich andere Bilder rein tun kann. Zum Beispiel vom Hund oder von meiner Katze. So, aber hier zum Beispiel noch eine Kugel von meiner ehemaligen Katze, der vor ein paar Jahren verstorben ist. Aber so sieht die aus. Und da kann man eben auch nicht nur Nintendo-Sachen reinmachen. Ja, das waren ein paar Weihnachtskugeln. Und wer weiß, vielleicht konnte ich seinen ein oder anderen jetzt ein bisschen dazu animieren, auch diese sehr schönen Weihnachtskugeln hier zu basteln. Ich finde die auf jeden Fall sehr toll, werde die nachher noch in unseren Familienweihnachtsbaum aufhängen. Und ja, mit diesem kleinen bisschen, ja, ich sag mal eher bisschen den Nintendo Weihnachtsmuck auf das Hippe genommen, der Art, Dank fürs Zusehen. Es ist jetzt kein Front an Nintendo, wenn es erst toll ist, dass er was macht, dass das anbietet für kleinere Kinder, also es unterstützt das komplett. Und ja, ich hoffe, es hat das bisschen andere Art des Videos mal gefallen. Wenn ihr mehr vom Bastelcouch sehen wollt, vielleicht mal wirklich mit Nintendo Labo, lasst gerne mal ein Like da und ich wünsche jetzt allen eine schöne, besinnliche Weihnachtstage. Schöne Geschenke heute Abend und auch zwei schöne Weihnachtsfeiertage mit einem richtig schönen guten Festessen im engsten Kreis eurer Familie und Freunde. Ich sage danke fürs Zusehen, danke für den Support für dieses Jahr, war echt toll, liebe Leute. Euch wie gesagt noch ein schöne Weihnachten, einen schönen 24. Dezember. Wir sehen uns an Neujahr wieder. Mach's gut, bis dahin. Und ciao!